Hallo, hier von der Zerbus. Wir sind schon wieder im NOK. Wir sind gut durch die Schleuse gekommen in Kiel-Heutenau. Angerufen, der hat mir eine Zeit gesagt. Ich bin fast gleichzeitig reingefahren. Wunderbar geklappt. Jetzt sind wir schon im NOK und werden dann die Gieselau-Schleuse einlegen heute dort übernachten. Hier aus dem Gieselau-Kanal. Ja, wie ich schon angesagt habe, wir haben jetzt hier im Kanal vor der Schleuse festgemacht, werden jetzt hier übernachten. Das ist auch ganz gut so, weil es zieht ein Unwetter auf. Es wird ein ziemlich schlimmes Unwetter auf uns zukommen, das wissen wir schon. Und dann können wir gleich hier übernachten und abwettern. Nochmal ein Rundblick zur Ansicht, wie es hier aussieht in diesem kleinen Kanal vor der Schleuse. Da liegen einige Segler und Motorboote sowie Sportboote immer wieder auf Hin- oder Rückweg. Das wissen wir jetzt nicht, aber man macht hier immer wieder gerne fest. Und heute sind wahrscheinlich extra welche hier reingeflüchtet, die sich auch ein bisschen vor dem Unwetter verstecken wollen. Hallo, da bin ich wieder. Ja, und wie man jetzt sieht, das Unwetter ist näher gekommen und die ersten Ausläufer haben uns erreicht. Und das geht jetzt richtig zur Sache. Das wird nicht mehr lange dauern. Der Himmel zieht sich so zu, der Wind hat so zugenommen. Teilweise kriegen wir Böen jetzt schon rein mit 30 bis 35. Ja, wie man hier sehen kann, wir sind schon ausgeschleust im Brunsbüttel auf die Elbe. Dort tat sich die Hölle auf. Das Tor hat aufgemacht und ein Sturm hat sich so auf die Tore gedrückt. Ich bin mit gut ein Knoten gerade so aus der Schleuse gekommen. Das Schiff hat sich aufgebäumt. Ich habe gedacht, naja, sowas gibt es auch nicht alle Tage. Leider haben wir das nicht auf Video.
wir haben jetzt einen guten Speed drauf. Wir haben gerade, ich habe gerade geschaut, 9,5 Knoten machen wir mit einem guten halben Wind mit 30 bis 35 Knoten. Das ist also, hat so doll aufgepriest wieder und ist so viel Wind gekommen, dass sich nur die Genua ganz kurz abrollen kann. Ja, und die Flut hat eingesetzt, die schiebt uns natürlich auch noch gut voran. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir heute noch bis in unseren Heimathafen kommen werden. Ja, mit der Katwijkbrücke hatte ich gesprochen für unterwegs schon. Wir haben uns pünktlich 18 Uhr haben wir einen Termin bekommen für die Brücke, für den Hub. Und wir waren auch so kurz vor 18 Uhr da, so 6-7 Minuten vorher. Und mussten allerdings hier nochmal gut eine Stunde gegen anfahren. Ja, die Brücke kommt schon in Sicht. Wenn man nach vorne vorausschaut, sieht man die Brücke. Dort werden wir vor der Brücke nach Steuerbord einbiegen und werden in unseren Hafen fahren. Dieser macht schon das Schiff klar, die Fender werden rausgeworfen, das ist klar, und die Leinen vorbereitet, so dass wir gut einfahren. Wir sind an der Wasserschutzpolizei jetzt schon vorbei, dann kommt noch die Einfahrt der Schleuse für den Harburger Binnenhafen und danach kommt unsere Einfahrt für unseren Heimathafen. Zu unserer Einfahrt, zu unserem Heimathafen möchte ich noch was sagen, falls wir mal Gäste bekommen sollten, die das Video jetzt sehen. Es ist Obacht geboten, besser ist, in der doofen Tide einzufahren in den Hafen oder aber mit ablaufendem Wasser. Das hat den Grund, weil vor dem Hafen, also genau hinter der Hafeneinfahrt, kommt die Brücke. Wenn man die Hafeneinfahrt nicht bekommt oder nicht reinkriegt, oder abgetrieben wird durch irgendeinen Motorausfall, ich weiß nicht was, irgendwas, hat man ein riesiges Problem. Weil der Weg bis zur Brücke ist verdammt kurz. Da sollte man ganz, ganz, ganz schnell am Anker hängen. Ja, und darum fahren wir jetzt unseren Hafen auf das Wissen ein mit ablaufendem Wasser. Das heißt, das Wasser läuft schon eine Stunde ab. Sollte dann was passieren, habe ich alle Zeit der Welt, bis ich zur Katze werden. We'll be right back.
Ja, auch heute haben wir wieder ganz tolles Wetter bekommen. Der Himmel ist noch aufgegangen. Wir hatten ja, wo wir ausgeschleust sind in Brunsbüttel, hatten wir kurz einen heftigen Sturm, der uns quasi kaum aus der Schleuse lassen wollte. Und jetzt ist das Wetter wieder so schön geworden. Also wunderbarer Tag noch hier als Abschluss mit der Cerberus. Ja, und das ist auch ein guter Zeitpunkt jetzt, um sich zu verabschieden. Ilse und Detlef sagen Tschüss. Wir hatten eine tolle Saison mit sehr viel gutem Wetter, mit leider wenig Wind. Aber trotzdem können wir damit zurückblicken sagen, es war ein toller Monat wieder, in dem wir unterwegs waren. Denn wir waren ja 4 Wochen mit dem Schiff unterwegs. Das macht jedes Jahr so. Und wir hatten tolle Highlights dabei. Natürlich hatten wir auch einige negative Sachen, 2 Stürme, die wir Gott sei Dank abblättern konnten. Na, den einen in Damm haben wir glücklicherweise in Hafen vorher gelaufen und einen auf dem Weg nach Hause. Da sind wir noch in die Iselauschleuse gekommen. Aber alles in allem kann ich sagen, es war toll für uns. Und wir sagen jetzt auf Wiedersehen, Ilse und Detlef. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Tschüss!